brauchen aber auch Steine, wie ihr gesehen habt gerade, ne? Die Holzhaussiedlung, ne? Nicht zu unterschätzen natürlich. Ah ja, die Schule hat alles, was sie braucht. Sehr schön, dann soll sie fertig gebaut werden. Dass ich da einen Lehrer einstellen kann. Aktuell haben wir eindeutig wieder zu wenig Holz. Ich hätte schon längst den Tunnel gebaut, aber geht eben noch nicht. Ah ja, wir sind wieder am Ende der Session angelangt. Kurz Zeit, ein wenig nehme ich noch auf. So, einmal das Holzhaus bauen bitte. Hier wird glücklicherweise auch einiges an Holz abgebaut werden. Hat auch den Vorteil, dass wir Platz haben, ne? Beziehungsweise, dass wir Holz bekommen. Zwei Steine fehlen uns noch für das Haus. Und wir haben den ersten Schüler. Das freut mich. Das heißt, wir bekommen aber jetzt gebildete Arbeitskräfte, die die Arbeiten, glaube ich, schneller erledigen, wenn ich mich richtig erinnere. Ding muss noch abgeholzt werden. Dann kann man das Haus aufbauen. Essen läuft aktuell sehr gut, muss ich zugeben. Das freut mich. Da war gerade irgendeine Meldung, dass irgendwas knapp wird. Ich gehe mal aus, dass das Gewand ist. Ja. Das ist einmal immer wieder knapp. Die müssen sich aber nur hier was holen, die guten Leute. Das liegt halt daran, dass wir keine normalen Arbeiter haben, die Zeugwerk herumtransportieren.
Na gut. Wir sehen uns in der nächsten Aufnahme wieder. Bis dann. Und damit herzlich willkommen zurück hier zu Let's Play Banished. Aufnahmesession Nummer. Hilfe, Hilfe, Hilfe. 6. Genau. Ist ein paar Tage her, dass ich aufgenommen habe. Die Betonung liegt auf Tagen. Ich habe ein wenig den Überblick verloren, was wir hier gemacht haben. Ist eine gute Frage, ehrlich gesagt. Ich glaube, wir arbeiten hier immer noch an den Häusern. Genau, wir haben da hinten eine Holzhausreihe platziert. Ich erinnere mich. Da die weniger Steine brauchen als die Steinhäuser, ne? In der Steinhaussiedlung oder so irgendwie, wie die genannt wurde, ne? Ja, genau. Wir haben hier in der Mine ein wenig rumgebastelt. Und haben nicht mehr so viele Kinder, da müssen wir eindeutig nachproduzieren. Ach, das heißt, wir bauen mehr Häuser. Schule steht ja mittlerweile auch, glücklicherweise. Da sind auch schon zwei Schüler drinnen. Das heißt, die sind dann etwas intelligenter, wenn sie erwachsen sind oder so. Kann ich mir da irgendwo anschauen, wie alt das die Schüler sind. Mit 9 sind sie auf jeden Fall noch Kinder, dann gehen sie voraussichtlich, würde ich jetzt mal behaupten. Mit 10 Schüler, genau, und dann, wann werden sie dann Erwachsene? Das ist eigentlich eine gute Frage. Ah, sehr schön, hier fällt nur mehr ein wenig Holz. Ein wenig Holz. Sehr schön, jetzt muss nur mehr gebaut werden. Hier ist hoffentlich noch auf zweifach. Sehr schön. Ich denke, wir warten immer noch auf Hühner, jawohl. Sieht ganz so aus. Haben wir zwei Bauarbeiter eingestellt, naja. Das könnte durchaus schneller gehen. Wir sollten dann eventuell wirklich den Tunnel auch beginnen. Damit wir hier die Dinge erschließen können, ne? Haben wir jetzt im Bergwerk schon Leute im Steinmetze? Ja, zwei haben wir drinnen, okay. So, das nächste Holzhaus. Sehr schön, viele Schüler schon. Schauen wir, dass wir hier die Holzhausreihe fertig bekommen. Ein wenig Stein haben wir ja doch. Ja, dachte ich mir doch, da werden wir keinen normalen Weg drüber bauen können, ne? Nee. Hier werden noch so viele Ressourcen. Mal schauen, ob hier jemand rüberlatscht.
Sehr schön, dann geht's dahin. Steine fällt noch? Nee, doch nicht mehr. Ohne die Steine können wir nämlich diesen verkackten Tunnel hier nicht bauen. Der braucht irgendwas mit 204, genau. Oha. Wird er hier? Entschuldigung. Ne, hier unten bringt sich, da wird nichts produziert. So. Ah, ist wirklich Vorrat der Schwede. Sehr schön, da sind auch zwei eingezogen. Und die Jäger, Kräutersammler und so tun sich hier jetzt natürlich schon mittlerweile schwer, da sie mehr oder weniger mitten im Stadtgebiet sind und nicht mehr außerhalb. Vielleicht sollte man da oben was hinbauen, da müsste man den Weg hochbekommen, ne? Holzvorräte sind fast leer, ja. Dann sind wir nämlich außerhalb der Stadt. Könnten hier ja, ich weiß. Sowas hinbauen. Ja, da sind wir außerhalb des Bereichs. Forsthaus. Kräutersammler. Und ein Jäger, ne? Ja, ich weiß, dass das Lager beinahe voll ist. Jagdhütte und eine Sammlerhütte. So, das wären die nächsten Geschichten da oben. Bevor wir hier unser entlegenes Lager bauen. Wenn er das auf 6000 ändert, das dann die anderen auch? Ja. Ja.